Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zu einem Video und zwar möchte ich ein bisschen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich bin ja jetzt gerade am Umbauen hier. Meine Werkstatt soll ja Werkstatt 2.0 sein, soll richtig schick werden. Ne? Und jetzt ist die Frage als erstes mit der Decke, was ich mache. Das sind ja Asbestplatten. Es ist die Frage, ob ich das rausreiße oder ob ich da mal drüber spannen kann, mal drüber machen kann. Und dann wollte ich mal wissen, habt ihr eine Idee, weil ihr seid ja auch Profis, ne? Oder ich bin ja kein Profi, ihr seid Profis. Was man da am besten machen kann, was für eine Idee man hat, weil ich tue mir wirklich schwer damit, das eventuell rauszureißen. Ich weiß nicht, ob das Asbest ist, ich vermute das, da steht auch nichts drauf. Ne? Viele sagen, ist Asbest, viele sagen, ist kein Asbest. Ich habe keine Ahnung. Ne? Und ich will das auf jeden Fall weiß haben, das soll vernünftig hell aussehen. Guck mal, ihr seht da jetzt, wenn ich hier so rumstehe mit meinem hübsches Gesicht, ne? Wie kacke das aussieht. Ne? Und da möchte ich mal unbedingt was Schickes haben. Und ich weiß nicht wie. Und dieses Rausreißen ist so eine scheiß Arbeit. Da sträube ich mich ein bisschen davor, muss ich sagen. Was würdet ihr empfehlen? Habt ihr eine Idee, was man machen könnte noch? Wäre natürlich echt mal super. Könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht gibt es eine Idee, was ihr noch gar nicht bedacht habt oder so. Ach ja, klar, ne? Wäre cool, ne? Seid ihr eine große Hilfe, wenn ihr da eventuell einen Vorschlag hättet. Ach, das sieht so richtig Schandfleck, wie der Boden genauso. Da haben wir einen super Übergang, den Boden. Ich werde mal ganz kurz mal runter machen. Da seht ihr ja hier, wie mein Boden ist. Ne? Ist alles so ein bisschen uneben noch und hier ein Riss, da ein Riss und alles schief und krumm. Und da würde ich ganz, ganz gerne irgendwas auch drauf machen. Aber ich will kein OSB drauf packen, weil ich finde OSB hässlich, weil ich habe das schon angewendet, da denke ich, wie ich bin in so ein Teegeschäft drin oder so, in so eine Teekiste, was damals gab es, wenn die Schiffe kamen, wo Tee drin war, die waren ja auch immer diese komischen Holzkästen, ne? Und da habe ich keinen Bock drauf, das sieht so, da muss es eine andere Lösung geben, ne? Da, wie gesagt, nicht zu viel auftragen, wegen in der Höhe, ne? Dann habe ich irgendwann meinen Kopf im Schornstein umstecken, wenn hier noch eventuell, ne, ob das runter, ich weiß es ja nicht. Und, vielleicht hatte da auch eine Idee, was ich am besten dann machen könnte. Wie gesagt, man darf nicht viel auftragen, weil dann verliere ich wieder an der Höhe, weil die Betonplatte ist schon generell so hoch. Ich hatte auch schon mal überlegt, rauszustemmen, die ganze Suppe und tiefer zu machen. Aber ich glaube, so alt werde ich gar nicht, wie viel Arbeit das wäre, das alles komplett rauszustemmen. Ne? Und von daher, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Da wäre eine große Hilfe, weil manchmal kommst du auf die einfachsten Ideen nicht. Da hängst du da so, was kann man da machen? Ja? Würde mich echt freuen. So, dann habe ich nochmal drauf geschrieben. Ach ja, ich habe ja meine Internetseite heimwerker-treff.de. Ne? Da hat, und zwar, das Beste kommt ja meist zum Schluss, aber ich mache das ganz am Anfang. Und zwar, der Harry Eidler hat für seinen GTS 10 einen Unterschrank gebaut mit einem Schiebeschlitten. Ne? Perfekt, grandios. Und dann hat er uns zur Verfügung gestellt und ihr könnt euch das gerne kostenlos, alle Baupläne, die ihr bekommt auf heimwerker-treff.de, die sind und bleiben kostenlos, versprochen. Und die könnt ihr euch da gerne runterladen, ja. Und Harry Eidler, vielen Dank, dass du das zur Verfügung gestellt hast. Ich darf dieses Jahr nicht so schnell sprechen. Und der hat auch eine Instagram-Seite, vielleicht habt ihr mal Bock, ihn zu besuchen, verlinke ich euch da unten auch mal. Ne? Und die Adresse zum Bauplan verlinke ich euch auch nochmal. Wie gesagt, ist echt genial. Also Harry, vielen Dank nochmal. Echt klasse. So, Bauplan. Ne? Dann, genau, Kreissäge behalten. Ich hatte ja gesagt, da gehen wir da mal kurz hin. Ne? Ich hatte ja im letzten Video mal erwähnt, dass ich mir die große, weiß große nicht, die kleine Formatkreissäge, die Forza 3 kaufen wollte. Ne? Aber ich bin der Meinung, und da könnt ihr gerne auch mal kommentieren, ich werde den, glaube ich, jetzt erstmal behalten, weil diese Formatkreissäge ist ein Traum natürlich für mich, von mir. Aber ich glaube, ich werde das erstmal behalten, weil ich wollte immer zeigen, das sage ich ganz ehrlich, dass man auch das mit günstigeren Sachen alles machen kann, bewerkstelligen kann. Ne? Und ich bin jetzt der Meinung, dass ich meine Säge so aufrüste mit Jigs und Erweiterungen und so alles, dass man damit auch perfekt sägen kann. Weil ich kann so mit perfekt sägen, sondern Hilfsmittel meine ich einfach, dass alles einfach ein bisschen einfacher geht. So, ne? Das ist mein Ziel. Also würde ich jetzt diesen Format Forza 3 rausschieben. Irgendwann, wenn überhaupt, irgendwann mal. Aber jetzt, ich wollte eigentlich im Frühjahr kaufen. Aber das wäre schwachsinnig, weil ich wollte mal zeigen, dass es auch günstig geht. Und dann komme ich mit so einem Hightech-Gerät an. Ist natürlich ein Traum von mir. Ne? Vielleicht kommt auch später irgendwann mal. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin der Meinung,
dass ich erstmal hier mit weiterarbeiten werde, weil ich bin hier echt mit zufrieden. Klar, der ist jetzt nicht vom Wattzahl her, ne? So viel, 1100 Watt oder sowas. Aber wie gesagt, für meine Arbeiten hier drin in der Werkstatt reicht das. Ich hau dir jetzt keine Holzbohlen durch, die werde ich alle schon im Sach schon im Handel zusingen lassen. Und reicht für mich, ne? Aber wie denkt ihr darüber, was sagt ihr? Sagt ihr Heuni, hol die große schöne Säge oder behalt den hier? Würde mich auch mal interessieren, ja? Meine schöne Säge, du. Ich mag dich, du. Jetzt kommen wir zu mal was ganz Geiles. Und zwar, Scheppach, mein Partner, die geilste Firma ever, die haben mir 15 Karten zur Verfügung gestellt. 5 Stück werde ich, oder 6 Stück werde ich auf Instagram verwenden, je nachdem. Da sind auch ein paar Leute mehr, die Interesse haben. Und jetzt die restlichen, sagen wir mal, plus minus 10 Stück, 9, 10 Stück, 9 bis 10 oder so, werde ich hier auf meinen YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Ich habe letztens ja gefragt, wer Interesse hat, ne? Und da waren ja doch sehr, sehr viele. Wenn jemand Interesse hat, eine Dauerkarte im Wert von 70 Euro zu gewinnen, für alle, das ist eine Dauerkarte, ne? Also für alle 4 Tage, vom 1. bis zum 4.3. ist das. Das ist der Eisenwarenmesse in Köln. Scheppach wird auch da sein. Könnt ihr natürlich auch ganz gerne besuchen. Ich bin leider nicht da. Aber die Firma Scheppach und alle namhaften Hersteller von Werkzeugen, Maschinenhersteller, alle sind sie da vertreten. Und hier, da hat jetzt die Firma Scheppach mir diese Freikarte zur Verfügung gestellt und die könnt ihr gerne, gerne haben. Also verlose ich jetzt hier. Ne? Und wer Interesse hat, schreibt einfach. Wenn die natürlich was Nettes schreiben, über die ganzen anderen Fragerei, was ich gerade schon hatte, einfach Hashtag Scheppach mit rein, dann weiß ich, dass die Interesse an der Dauerkarte habt. Oder dass ihr Interesse an der Dauerkarte habt. Ja? Und dann werde ich das jetzt, eine Woche läuft das, bis nächsten Samstag. Und dann werde ich die Auflösung starten und dann werde ich die Freikarten denn denjenigen, die gewonnen haben, zuschicken. Oder eben nur den Code braucht ihr normalerweise, da ist ein Code drauf. Und damit kommt er rein, das mit Handy dann irgendwie so. Ne? Aber wer das will, kann die auch mit zuschicken, ist scheißegal. Oder ein Foto machen, wie ihr wollt. Ne? Da haben wir jetzt ein paar Stück von an Firma Scheppach. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr das zur Verfügung gestellt habt. Finde ich richtig, richtig geil. Und ja, ach, Gutschein zur Online-Einlösung, steht da auch. Ne? Also kann euch die Codes fotografieren und zuschicken. Ne? Also, schreibt einen Hashtag rein. War nettes, wie immer, die ganzen Kommentare, was jetzt bis jetzt war, müsst ihr wissen. Oder einfach nur, wenn ihr dabei sein wollt, einfach nur Scheppach. Ne? Und dann werde ich ja mit meinem Pick-App-Programm das wieder rausziehen, okay? Ja, so machen wir das. Da wird ein ganz kleines Video, denn wo ich das nur preisgebe. Da wird kein News oder sowas geben. So viele News habe ich auch ruhig immer. Ne? Und von daher werde ich die Gewinner einfach bekannt geben. Denn. Jetzt nochmal ganz kurz. Die News mache ich ja immer so zwischenzeitlich, ne? Nicht immer durchgehend. Und jetzt habe ich mir, wie man nicht momentan so schlecht ist, habe eine Kamera habe ich wieder rumgestellt. Es ist ein bisschen so dunkel, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich mir so ein Videolicht. Also sind professionell, die das jetzt aus. Ich werde nochmal ein Filmprofi. Ich spuck schon wieder, du. Irgendwie nur schon, ich werde älter. So ein Videolicht bestellt, den will ich jetzt mal anmachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ob ihr das besser findet. Ich werde es im Video natürlich auch dann eventuell sehen. Ich werde das jetzt mal anmachen. Ich renne da mal mit. Ich komm, Schwiegerbruder. So. Ich mach mal an. Bam. Blendet das zu sehr? Ich bin blind, ey. Seht den Unterschied? Das würde mich mal jetzt echt interessieren, ob ihr den Unterschied seht. Ne? Ich auf jeden Fall, ich bin blind. Nee, aber es geht, es ist angehört. Kann man mit leben. Gibt es einen Filter noch vor? 2 Farben waren dabei. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Einmal weiß und einmal welche testen. Seht den Unterschied? Bin mal gespannt. Ich hoffe wohl, dass das ein bisschen schöner wird. Das will ich dieses Jahr auch noch ein bisschen optimieren. Mein Licht und meine Kameraeinstellung und Kameras, was ich, ne? Ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass ich verschiedene Positionen eventuell manchmal wähle. Das soll, ich bin ja auch noch Anfänger, ne? So, dann macht ihr wieder aus. Nein, das war es eigentlich schon von meinen News. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr jetzt eben die ganzen Kommentare, wenn ihr kommentieren würdet, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke drückt, dann habt ihr immer Neuigkeiten, wenn ich was Neues schreibe, ne? Und das war's schon. Ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Manchmal wieder auch hier bei Bohr.